Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück morgen um 14 Uhr an der Bremer Brücke. 5000 Zuschauer sind zugelassen, 500 Tickets davon gingen an Eintracht-Fans. Davon sind 420 Tickets bereits verkauft. Es gibt über den Link, den wir mit der Ticketmeldung kommuniziert haben, gibt es noch Karten. Stadiontore vor Ort öffnen um 12.30 Uhr. Es gilt der 2G-Status und eine komplette FFP2-Maskenpflicht auf dem kompletten Stadiongelände. Und für alle, die nicht fahren können, möchten oder wollen, das Wetter ist ja auch noch so ein bisschen ungewiss, wird die Begegnung auch live im NDR übertragen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir freuen uns natürlich, wenn 500 uns an die Bremer Brücke begleiten. Ja, Michael, englische Woche, blieb nicht viel Zeit zum Verschnaufen nach dem Erfolg in Berlin. Wie seid ihr es angegangen die letzten Tage und wie ist so generell der Stand nach dem Erfolg vom Mittwoch? Ja. Denise, danke. Ich möchte noch auf die 500 Fans. Wäre eigentlich super, wenn wir das von uns voll bekommen. Und man hat auch gesehen in Berlin, dass die unsere Fans da schön Stimmung gemacht haben dahinter. Dann waren wir wieder schön vor Fans, dann auch vor Zuschauern zu spielen. Ja, sonst ist eine ganz kurze Woche. Wir haben gestern regeneriert, werden heute auch noch mal trainieren, bevor wir dann wegfahren nachher gleich. Soweit ist alles okay. War natürlich kurze Freude drin. Wir waren mal wieder dran, das zu regeln, dass wir auch einen Dreier mitnehmen. Und das haben wir umgesetzt zum Glück auch. Und ist viel gut gegangen. Jetzt wartet morgen schon wieder ein neues Spiel. Neuer Gegner, anderer Gegner auch. Schon auch eine offensive Spielweise. Aber wo wir natürlich wieder von null beginnen müssen. Dann blicken wir mal auf den Gegner morgen, den VfL Osnabrück. Wie erwartest du die Mannschaft und wie wollt ihr es angehen? Ja, Osnabrück war... Ich glaube, in der Winterpause noch ein bisschen weiter weg. Oder nicht glaube, sondern die waren noch ein bisschen weiter weg, haben sich jetzt kontinuierlich da nach vorne gepirscht, haben jetzt im neuen Kalenderjahr, ja, 3 Siege unentschieden, 13, 14 Punkte geholt. Also darum sind sie auch weit vorne. Die spielen einen guten Fußball von hinten raus, haben immer wieder Lösungen, spielen auch mal wieder einen langen Ball, aber haben gute Positionierungen im Spiel und natürlich dann auch vorne mit ihren Außenspielern. Simakala, Opoku, kommt aber Hiegel wieder rein, da kommt Bapo. Also sehr, sehr viel Qualität, individuelle Qualität und natürlich vorne auch drin mit Heider, der es schon Jahre bewiesen hat, dass er viele Tore machen kann und dieses Jahr auch mit 8 schon wieder vorne dabei steht. Aber nicht nur auf die Offensive, Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, mit Glas, mit Köhler. Und hinten natürlich auch zwei Innenverteidiger, die immer gerne bei Standards auch ihren Teil dazu beitragen. Von dem her ist es, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Wird Nuancen werden das ganze Spiel dann auch ausmachen, die 90 Minuten. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir das bessere Ende für uns dann haben. Blicken wir noch einmal aufs Personal. Wie sieht es da in unserer Mannschaft aus? Wird es Ausfälle geben? Also Stand heute nicht, kein Ausfall, wir hatten leichtere Blessuren, aber die sind heiß, die wollen wieder kicken. Wir haben auch zum Glück ein bisschen früher wechseln können, oder kann man immer wechseln, aber wir haben früher gewechselt, sagt man so. Egal, ob wir jetzt führen oder auch mal, machen wir nicht, weil wir geführt haben, vielleicht der ein oder andere früher auch reingeschmissen haben. Und somit schon auch nicht über 90 Minuten jeder gehen müssen hat, weil sie schon sehr viel reingeworfen haben, die Offensiven da. Und somit können wir auch kräftemäßig schon aus dem Vollen auch schöpfen. Und wir sind froh, dass alle dabei sind. Luke Ihorst wird noch nicht dabei sein, brauchen wir auch nicht verschweigen und hoffen wir, dass er nächste Woche dann wieder einsteigt. Okay, vielen Dank, das hört sich gut an. Dann eröffne ich einmal die Fragerunde. Kurzes Handzeichen, Lars Rücker und mein Kollege kommt mit dem Mikrofon. Ja, hallo Michael. Man hat seit Jahresanfang so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Gegner auch mehr auf Lyon einstellen, ihn stärker bekämpfen. Zum Ersten siehst du das auch so und zum Anderen, wie wirkt sich das auf euer Spiel aus? Ja, das ist, ich glaube, nicht nur seit diesem Jahr oder dieser in der Rückrunde, nenne ich es jetzt mal 2022, der Fall. Das war auch schon davor der Fall, dass da immer gleich zwei Spieler um ihn drum herum sind. Aber es gibt natürlich auch Räume für die anderen Spieler. Die Räume haben wir jetzt auch genutzt und dann müssen die in die Bresche springen und dann auch die Tore machen. Oder dann jetzt auch Benny Girt reingekommen, gleich Tore gemacht. Und das erwartet man natürlich in der Zukunft auch, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Lyon
vielleicht schon morgen dann auch wieder sich in die Torschützenliste oder in die Scorerliste dann auch einträgt. Du hast Benny Girt jetzt gerade schon angesprochen. Am Mittwochabend im Fernsehinterview, da hast du es so ein bisschen umschifft, ihn für seine zwei Tore zu hervorzuheben, auch aufgrund des 6-0s wahrscheinlich. Warum hat er bei dir bislang noch nicht so viele Chancen über einen längeren Zeitraum an Minuten bekommen? Ja, also ich glaube, das geht weit zurück. Das haben wir letztes Jahr schon ein paar Mal thematisiert, wo er gekommen ist, körperlicher Zustand. Dann war er lange verletzt mit OP. Dann hat er sich rangekämpft, dann war es auch mal wieder ein Rückschlag. Dann hat er wieder kleinere grippale Infekte bekommen und sowas wirft dich halt immer zurück. Und ich glaube, dass er schon auch, oder nicht glaube, es war so, dass er im Dezember dann schon auf einem guten Niveau war, ist aber Anfang Januar wieder mit einem Infekt raus gewesen, hat wieder eine Weile gebraucht, bis er da ist und hat er auch die Minuten bei Einwechslung bekommen. Das hat er in Köln genutzt mit dem Tor, das hat er jetzt auch genutzt. Ich erwarte mir das bei einem Stürmer, bei einem Torjäger, wie er sich auch nennt und wie man es von ihm auch kennt, da können wenige Minuten die eine Aktion, kann es ausmachen. Er hat jetzt die zwei Aktionen gehabt im 16er mit einem Kontakt abgeschlossen, hat auch noch andere Spieler dann in Szene gesetzt, geht auch dann noch sauberer und dann hätte er vielleicht nochmal ein Tor gemacht oder hätte nochmal sich mit einem Assist vielleicht in das Ranking nach oben platziert. Aber ist doch schön, wenn wir den haben. Wir haben natürlich auch mit Leon, der viele Tore gemacht hat, gut gespielt hat. Wir hatten Luke da vorne und jetzt ist Luke gerade nicht dabei. Er hat es gut gemacht dann auch, hat die zwei Tore natürlich auch perfekt gemacht. Erste mit Kopfball war top, denn das kann er. Und den zweiten hat er dann auch überlegt eingeschoben. Und das hoffen wir uns, dass es natürlich in naher Zukunft sofort morgen bei seiner alten Wirkungsstätte dann auch wieder passieren kann, so passieren wird. Frank Konrad von Radio SAW. Du hast es schon angesprochen, das ist nicht der Einzige, der mal ein lilafarbenes Trikot getragen hat. Ist das für viele Spieler was Besonderes dann, bei seinem ehemaligen Verein aufzulaufen? Ich glaube schon was Besonderes, wenn man nicht nur ein halbes Jahr dann mal dran war. Diese waren ja auch gut, Multi weiß jetzt, glaube ich, ein Jahr nur, dann, aber Brian war ein bisschen länger, meine ich. Benny hat da auch viele Tore gemacht. Luke Ehorst, haben wir gesagt, war auch dran. Und ich glaube schon was Besonderes ja auch, weil es schon auch Emotionen da drin sind, auch im Stadion sehr gute Kulisse, dann auch mit 5000 auf jeden Fall wahrscheinlich ausverkauft ist, denke ich mal, weil auch positiv verrückte Fußballkultur da oben ist und was auch schön ist. Und natürlich wird auch das ein oder andere dann fallen gegen die Spieler, aber das hat man auch in der Hinrunde gesehen, dass das einen auch positiv beflügeln kann und hoffen wir, dass es diesmal wieder so ist. Ja, waren ja auch mal Braunschweiger Trainer da im Gegenzug, also muss auch sehen. Das Derby ist es nicht, es ist das Niedersachsen-Duell, ist klar. Ist so eine Derby-Stimmung auch tatsächlich aber vorhanden, dass man sagt, Mensch, wenn man gewinnt, man muss jeden wegputzen, aber das ist dann schon nochmal eine Herausforderung mehr? Ja, Herausforderung mehr, denke ich nicht. Wir wollen immer punkten, egal ob heim oder auswärts. Interessantes Spiel, ja, weil wir glauben, oder wir können den Gegner auf Distanz auf jeden Fall halten. Wir wollen ihn nicht rankommen lassen. Wir wollen eher noch dann das vielleicht auch, oder nicht vielleicht, wir wollen das ausbauen. Und das ist das Primäre. Es geht um 3 Punkte, die wollen wir haben, aber die holen wir nur, wenn wir dann auch wieder das auf den Platz bringen, nicht nur im letzten Spiel. Ja, und wenn wir da natürlich einen klaren Sieg geholt haben, aber auch das über 90 Minuten durchziehen, wie es in Berlin war, aber auch davor an die Halbzeiten oder an die Spiele anknüpfen und natürlich dann in den ein oder anderen Situationen einfach kompromissloser zu sein. Hat das nach dem 3-0 ein bisschen gemerkt, da hast du die Mannschaft ein bisschen zurückgenommen, weil das natürlich auch unglaublich Kraft kostet, was er da in Berlin gemacht hat, so ein Powerplay über, sag ich mal, 30 Minuten gleich? Da haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir uns ein bisschen zurückziehen auch mal. Da ist der Gegner auch aufgekommen, hat Spielanteile gehabt, hat
einen Freistoß gehabt, das war die gefährlichste Situation, das war ein Freistoß, das war, habe ich noch mal ein paar Mal angeschaut, da ärgere ich mich, also nicht, weil wir einen Foul gemacht haben, weil es kein Foul war, aber das war dann, haben wir thematisiert und somit kann man sich mal zurückziehen, du musst halt immer aktiv bleiben und fokussiert bleiben und dann ist es kein Problem. Da bist du auch sicher, dass das gegen eine andere Mannschaft klappt, die nicht so aus dem Tal kommt wie Viktoria Berlin. Du hast gerade selber gesagt, ich glaube nicht, dass du 90 Minuten auch diese Intensität an den Tag legen kannst, was wir 25 Minuten dann gebracht haben. Geht vielleicht mal, wenn voll gepusht wird, wenn Adrenalin drin ist, aber über 90 Minuten ist es schon sehr hart und wir hätten, glaube auch, egal, wir schauen nicht nach hinten, wir gucken nach vorne, wir wollen da aktiv spielen und auch wieder unangenehm sein und auf das kommt es drauf an. Schauen noch mal in die Runde, gibt es weitere Fragen? Sieht nicht mehr so aus, dann vielen Dank und allen, die uns nach Osnabrück begleiten morgen, gute Anreise.